Ja, hallo. Ich möchte noch mal etwas zu Corona sagen. Was gar nicht angebracht ist, das ist, dass man immer bei dem anderen die Schwäche sucht und den anderen so weit provoziert, dass er in Abwehr geht oder sich plötzlich betroffen fühlt und quasi an der Grenze dazu steht, dass er sich schämen muss, weil er etwas Falsches gedacht hat, geglaubt hat oder getan hat. Und das ist der falsche Weg. Was man aber oft erlebt, wenn man sich die Diskussionen anschaut, die es im Internet gibt, in den Videos, was sehr oft der Fall ist, dass der andere provoziert wird und der Fragende hat das Gefühl, er triumphiert über den Loser oder über den, der so schwach ist, dass er etwas falsch macht. Was mich selber erfreut, das ist, dass es vereinzelte Politiker gibt oder hochgestellte Personen, die sich so sehr betroffen fühlen von ihrer eigenen Aussage, ihrer eigenen Rede, dass sie den Tränen nahe sind. Also betroffen sind. Das finde ich sehr schön, weil das zeigt, dass sie noch berührbare Menschen sind und nicht tote Roboter, die oberflächlich und gefühllos einfach nur funktionieren. Und als Spezies Mensch, wenn wir uns so begreifen, dass wir Wesen sind, die sich weiterentwickeln und höher entwickeln, muss es von uns dieses Ziel geben, dass alle gleich sind und dass man nicht die Schwächen im anderen sucht, sondern man sucht die Stärke des anderen und der, der schwach ist, dem gibt man Stärke, sofern man Stärke geben kann. Und man stellt sich nicht sozusagen auf den anderen oder tritt den noch tiefer. Ja, das wollte ich sagen. Und Corona hat sehr viel Positives, was aber gar nicht zur Geltung kommt oder ausgesprochen wird in Diskussionen. Was ich selber daran schön finde, ist, Corona macht keinen Unterschied zwischen Nationalität, Hautfarbe, Bildungsgrad, Alter, Religion oder was auch immer. Und das ist etwas Positives. Es zeigt auf diese Art und Weise eigentlich, wie wir selber auch agieren können. Dass unsere Wertschätzung von ganz bestimmten einzelnen Persönlichkeiten, die das und das vollbringen, mal etwas reduziert wird und verteilt wird auf eine größere Ebene oder auf eine höhere Ebene, auf der sich mehr Menschen befinden, die einen positiven Beitrag leisten für das Zusammenleben. So, also nicht die Schwäche suchen in dem anderen, die Schwäche sehen, sondern die Stärke und dem helfen, der schwach ist. Das wollte ich sagen. Okay.